Eine Gruppe von Forschern hat in Tabasco, Mexiko, nahe der nordwestlichen Grenze Guatemalas, ein gigantisches Bauwerk der Maya entdeckt. Unter der Oberfläche des Gebietes von Aguada Phoenix befindet sich die bisher älteste und größte gefundene Monumentanlage der Maya-Region. Das rechteckige, künstlich aus Erde aufgeschüttete Hauptplateau ist 1413 Meter lang, 399 Meter breit und überragt das umliegende Flachland um 10 bis 15 Meter. Um das Plateau herum gibt es kleinere Bauten, darunter zusätzliche Plattformen, künstliche Wasserbecken und 9 breite Straßen, die in verschiedene Himmelsrichtungen verlaufen. Die Längste ist 6,3 Kilometer lang. Diese Entdeckung verdanken wir der sogenannten LiDAR-Technologie, bei der Lasersensoren eingesetzt und Lichtimpulse aus der Luft auf den Boden gelenkt werden. Die Strahlen können durch die üppige Vegetation des dichten Regenwaldes hindurchgehen und somit auffällige Bodenstrukturen erreichen. Die reflektierten Strahlen werden dann per Computer in ein dreidimensionales Bild umgewandelt und machen somit Gebäude und Strukturen sichtbar, die vom Boden aus nicht gesehen werden können. Diese faszinierende Entdeckung wurde von einem internationalen Team unter der Leitung der Professoren Takeshi Inomata und Daniela Triadan von der Universität von Arizona mit Genehmigung des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte Mexikos gemacht. Das Team entnahm 69 Proben aus dem Gebiet und mittels Radiokarbonmethode konnten sie die Proben auf 1000 bis 800 vor Christus datieren. Somit sind die Funde etwa 3200 Jahre alt. Vor dieser Entdeckung galt die Maya-Stätte Ceibal, die 950 vor Christus erbaut wurde, als ältestes Zeremonialzentrum. Aber jetzt hat sich diese Anlage in Aguada Phoenix als das größte bisher in der Maya-Kultur gefundene Baukomplex erwiesen und übertrifft bei Weitem die Pyramiden und Paläste in Mexiko späterer Epochen. Inomata sagte, dass sich der Fund nicht im Dschungel, sondern in einem zivilisierten, landwirtschaftlich genutzten Gebiet befindet, wo Menschen leben. Obwohl die Anlage vom Boden aus wie eine natürliche Landschaft aussieht, konnten die Leseaugen des LiDAR-Systems die archäologischen Strukturen definieren. Zudem betont Inomata, dass das Monument gebaut wurde, um von vielen Menschen zu besonderen Anlässen und rituellen Handlungen genutzt zu werden und dass diese Struktur das Ergebnis einer Zusammenarbeit war. Zu späteren Zeiten gab es mächtige Herrscher und Verwaltungssysteme, die die Menschen zur Arbeit zwangen. Dies ist eher das Resultat gemeinschaftlicher Arbeit, so der Forscher. Dies veranlasste die Archäologen, viele Theorien zu überdenken. Diese kolossalen Bauwerke existierten früher als bisher angenommen, wo die Maya-Gesellschaft weniger soziale Ungleichheit aufwies und wo keine mächtigen Eliten herrschten, erklärten die Archäologen. Sie kommen zu dem Schluss, dass eine hierarchische, soziale Organisation mit mächtigen Herrschern nicht notwendig ist, um solch kolossale Denkmäler zu errichten und dass Menschen durch Zusammenarbeit erstaunliche Ergebnisse erzielen können. Die Forscher werden die Ausgrabungen und Untersuchungen in Aguada Phoenix fortsetzen. Sie hoffen, mehr Hinweise darüber zu erhalten, wie und aus welchen Einflüssen die Maya-Kultur einst entstand und in welcher Beziehung die Olmeken-Zivilisation mit der Maya-Gesellschaft stand.